Hallo, ich habe heute einen Buchtipp für euch, der für mich relativ unerwartet kommt und deswegen hoffe ich, dass ich euch damit auch ein Buch zeigen kann, ja, das ihr überraschend toll findet, beziehungsweise das mal nicht zu den Büchern gehört, die man sowieso schon überall sieht. Und zwar möchte ich euch gerne Geständnisse empfehlen von Kanae Minato, einer japanischen Autorin. Ich habe das Buch auf der Buchmesse in Leipzig gekauft, habe es in die Hand genommen und wusste sofort, ich werde es kaufen, weil der Klappentext so interessant klang, obwohl ich vorher noch nichts davon gehört habe. Also das soll nicht heißen, dass ich nur Bücher kaufe, die schon irgendwo erwähnt wurden oder die sowieso schon Bestseller sind, aber ich weiß nicht, ich finde es in der heutigen Zeit fast ungewöhnlich, weil durch die ganzen Social Media, YouTube und so weiter wurde das meiste schon mal irgendwo besprochen, wobei es natürlich auch eine Neuerscheinung ist. Im Übrigen, und ich kann euch den Clip gerne verlinken, hat auch Dennis Scheck dieses Buch in Druck frisch empfohlen, in der aktuellen Sendung, irgendwie ein paar Tage vor der Buchmesse. Ich wurde bei Instagram darauf hingewiesen und fand es total lustig, weil ich Dennis Scheck wirklich gerne mag. Wir sind nicht immer einer Meinung, teilweise aber doch, in diesem Fall auf jeden Fall, denn Geständnisse ist wirklich ein richtig tolles Buch, war in Japan schon ein Bestseller und ich hoffe, dass es auch hier noch ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommt. Wir haben hier zu Beginn eine Lehrerin, die vor ihre Schüler tritt, um ihnen zu erklären, dass sie die Schule verlassen wird. Sie hat gekündigt, sie wird nicht mehr dort unterrichten. War eigentlich ziemlich beliebt, also keiner hat unbedingt damit gerechnet. Andererseits hatte sie auch ein schweres Schicksal, denn ihre vierjährige Tochter ist kurz zuvor verstorben und daran hatte sie logischerweise, verständlicherweise sehr zu knabbern. Was jetzt allerdings überraschend kommt, ist, dass sie dieser Klasse erklärt, dass sie weiß, dass ihre Tochter bei keinem Unfall gestorben ist, sondern dass sie ermordet wurde und zwar von zwei Schülern ihrer Klasse. Und viel mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich gar nicht sagen, denn damit würde ich schon zu viel verraten. Was ich euch sagen kann, ist, dass wir, was dieses Buch schon mal sehr, sehr interessant macht, hier ganz unterschiedliche Perspektiven haben, aus denen sich die Geschichte wie ein Puzzle, im Grunde wie ein Thriller, obwohl es ein Roman ist, zusammensetzt. Wir haben die Lehrerin, wir haben die Schwester eines der beschuldigten Jungen, die Jungen selbst und so weiter und so fort. Ich will euch nicht mal verraten, welche Perspektiven alle eine Rolle spielen, weil selbst das manchmal so überraschend kommt und so toll gemacht ist. Und durch diese unterschiedlichen Perspektiven erleben wir auch unterschiedliche Seiten der Geschichte. Und obwohl wir am Anfang denken, wir wissen ganz genau, was passiert ist, müssen wir im Laufe des Buches erfahren, dass wir es absolut nicht wissen. Dass wir irgendwann gar nicht mehr zwischen Schuld und Unschuld unterscheiden können. Nicht nur, weil immer mehr Puzzlestücke sich eben zusammensetzen, sondern auch, weil es diese klare Unterscheidung überhaupt nicht gibt und weil man fast sagen muss, niemand ist wirklich unschuldig. Und das ist auch ein Punkt, der dieses Buch so interessant macht, denn wir sehen, dass die Entscheidungen, die wir treffen, sehr, sehr stark die Menschen um uns herum beeinflusst und sei es nur, wie wir mit ihnen umgehen, was wir ihnen sagen, was wir vielleicht für uns behalten, wie wir die Menschen um uns herum einschätzen. Also im Grunde ist im Rahmen dieser Geschichte niemand wirklich unschuldig, weil sie sich alle in irgendeiner Art und Weise gegenseitig beeinflusst haben. Es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt kein finde ich sympathisch, finde ich unsympathisch, sondern jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass die Geschehnisse hier immer weiter eskalieren. Denn auch das ist der Fall. Wir haben hier nicht eine Sequenz, die nur aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird, sondern die Geschehnisse nehmen immer weiter ihren Verlauf. Es geht immer weiter, was ich ganz gut finde, weil ich es nicht leiden kann, wenn ein und dieselbe Geschichte immer und immer wieder einfach nur aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird. Ich finde, das muss man schon sehr, sehr gut machen, damit es weiterhin spannend und interessant bleibt und das gelingt den meisten nicht, ehrlicherweise. Klar wird hier auch manches wiederholt, um eben zu verstehen, was wirklich passiert ist, aber es geht auch immer weiter und das Ganze wird immer abgründiger, es eskaliert immer mehr. Und man denkt sich beim Lesen sehr, sehr oft, das hätte so nicht sein müssen. Wären manche Personen anders mit der Situation, in der sie stecken, umgegangen, wäre es so nicht passiert. Und das alleine ist schon wieder ein für mich sehr, sehr spannender Gedankengang, weil man mal wieder merkt, wie eskalierend oder deeskalierend unser Verhalten wirken kann und wie
blinde Rache auch manchmal wirken kann, wenn man nur egoistisch denkt und überhaupt nicht drüber nachdenkt, welche anderen Menschen wir damit noch beeinflussen. Ihr merkt schon, ich bin sehr, sehr begeistert von dem Ganzen. Mag die Sprache auch enorm gerne. Man wird emotional ziemlich mit reingerissen. Ich habe es innerhalb kürzester Zeit durchgelesen. Am Anfang noch gar nicht so sehr. Da hat man noch so eine gewisse Distanz und denkt, ja, okay, wo führt das Ganze jetzt noch hin? Was soll das noch werden? Und letzten Endes nach dem Lesen bleibt man zurück und kann nicht anders, als nochmal alles Revue passieren zu lassen und nochmal über dieses Buch nachzudenken. Es bleibt definitiv im Gedächtnis, was ja auch schon immer ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Ich kann es euch nur ans Herz legen, wirklich. Schaut euch dieses Buch mal an. Wie gesagt, mir ging es schon mit dem Klappentext so, dass ich absolut gepackt war und es sofort mitnehmen musste. Ein ganz, ganz besonderes Buch. Ein Buch, von dem ich hoffe, dass ich zumindest noch an manchen Stellen wiedersehe. Falls ihr es lest, teilt mir gerne eure Meinung mit. Falls ihr es schon gelesen habt, natürlich sowieso. Und ja, das war alles, was ich dazu sagen kann, weil ich einfach nicht zu viel verraten möchte und es kann sehr, sehr leicht passieren in diesem Roman. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!